Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zum Let's Play von Zelda. Legend of Zelda, Link to the Past. Und wir sind immer noch auf dem Weg und müssen herausfinden, wo denn doch nun endlich der Eingang ist oder der Weg ist. Oh. Ja, wo denn noch nun der Weg ist zum... Ja, zum komischen Berg hier. Denn ich würde ganz gerne mal dahin. Na komm her, lern, Alter. Wie viele Treffer kann denn da einstecken? Das ist echt heftig. Okay, 5 Bomben haben wir. Ist nur die Frage, ob das überhaupt so ein richtiger Weg ist. Nee, es wird nicht. Ist ja, wir sind ganz, ganz falsch. Aber ich würde ganz gerne zu diesem braunen Dings dahin. Ich weiß nicht, wie wir da am besten jetzt hinkommen. Ich bin jetzt wirklich nur am Vermuten und am Schätzen. Ich habe wirklich gar keinen Plan hier, um ehrlich zu sein. Das Schöne ist, wir können jetzt einfach hier durchschwimmen, ohne dass uns was passiert. Und wir könnten jetzt hier eigentlich auch runter. Wobei ich nicht weiß, wo wir dann hinkommen. Das wäre dann sehr, sehr schade. Man. Ich weiß nicht, das kommt mir gerade sehr, sehr... Au, 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 au. Sehr, sehr komisch hier vor. Ich glaube nicht, dass das hier so ein Weg ist, wo man jetzt sagen könnte, ja, hey, das ist jetzt hier der richtige Weg. Da geht es auf jeden Fall hin zum komischen Kackberg. Kackberg von finde ich nicht. Ich gehe jetzt einfach mal den orthodoxen Weg. Den unorthodoxen meine ich natürlich. Nicht den orthodoxen, den unorthodoxen. Ich rate mich einfach eher durch. Wir finden es schon. Immer schon positiv denken. Sonst gibt es ja, glaube ich, nicht das hier. So. Hier habe ich auch schon mal die Möhre zubereitet. Okay, wir... ja. Hier oben könnte es lang gehen, geht es aber nicht. Und jetzt frage ich mich, was? Ganz ehrlich, müssen die freigebombt werden? Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ich bin mal mutig genug. Wie viele Bomben haben wir? 4. Leck mir doch die Beulen. Das bringt schon mal nicht. Eisstab. Hey! Wundervoll. Hat er gar nichts gebracht. Lampe. Ey, ich kann die Lampe nicht auswählen. Ich kann die Lampe nicht auswählen. Jetzt kann ich die Lampe auswählen. Nein, ich hatte gerade die Lampe. So, jetzt versuchen wir die Lampe. Nee, auch nicht. Okay, die Lampe bringt schon mal so viel wie gar nichts. Vielleicht müssen wir auch dagegen rennen. Ah nee, das hatten wir schon ausprobiert, oder? Ja, passt leider nicht. Aua. Ja, da könnten wir jetzt zwar unten runter... Warte mal, da unten runterspringen, wäre das die Idee? Wäre das eine Idee? Nein, wäre es nicht. Gleich kurz Prozess am besten machen. Ja, wie ihr seht, wir sind jetzt direkt links. Auf der anderen Seite müssten wir eigentlich hin. Meine Güte, nee, genau, hier links müssten wir jetzt rein, aber irgendwie klappt das alles nicht so, wie wir wollen. Deshalb bin ich jetzt ganz mutig und gehe hier außen rum. Oho, schon wieder ein komischer Vogel. Hier unten runter. Wir sind mutig. Achso, nee, ich glaube nicht. Nee, ah, hier sind wir jetzt, okay. Damit kommen wir zum Typen hin, genau, zur Hexenlady. Ei, 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 die Hexerei ist schon eine Plackerei. Muss ich nach dem Feuerkessel stehen, ja, ja. Was gibt's denn jetzt hier drin? Ja, das bringt aber auch nur was. Aber der bringt uns auf jeden Fall Gratis-Dinger, das ist schon mal gut. Aber trotzdem, wir kommen hier einfach nicht weiter gerade. Seht ihr, das meine ich. Manche Spiele, die sind, können noch so alt sein.
Die waren früher recht schwierig. So, nicht mit mir, Freund Ben. Das war's. So, und wir gehen jetzt am besten hier hin. Weiß nicht, müssen wir hier rein in den Turm? Also hier in die Höhle? Ich glaube nicht. Aha. Wir versuchen es mit den Bomben. Wir versuchen es with a lamp. Und wir versuchen es nochmal mit einem Eisstab. Wenn wir doch irgendwie mal den Eisstab auswählen könnten. Oh, ich weiß gar nicht, wie man den immer auswählt. Jetzt haben wir ihn. Nee, bringt leider alles gar nichts. Ich glaube, das ist nur dieser Geheimgang, wenn man den Busch aufhebt oder anhebt, dass man da dorthin kommen kann. Ich kapituliere gleich wirklich vor dem Spiel. Oh, wir sind gut. Wir haben es gut ausgewichen. Wir sollten, wisst ihr was? Wir fragen einfach mal schnell. Kommen wir hier überhaupt hin? Ja, da ist der, richtig. Den wollte ich gerne fragen, wo wir jetzt denn nun endlich hin müssen. Vielleicht wissen wir dann Näheres. Der hat uns ja manchmal wirklich geholfen. Ich sehe. Okay, na gut, dann schau mal. Und? Ich sehe, im Magieshop nördlich des Ostpalastes gibt es einen Pilzliebhaber. Das kostet dich 20 Rubine. Hier noch ein wenig frische Energie. Ja, nördlich von hier gibt es einen Pilzliebhaber. Oh nein, wir waren so blöd. Ja. Nördlich ist hier gar nichts mehr, außer das kleine Ding da hinten. Oder meint er das nördlich? Weil da waren wir ja gerade und das war diese komische Hexe. Wenn ich, dann gehen wir einfach jetzt mal zu diesem kleinen Schuppen nochmal da oben lang. Aua, 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 aua. Oh, jetzt gehen wir in den Wald rein. Vielleicht finden wir hier im Wald. Vielleicht ist hier im Wald. Au, ist ja fies. Ach, der klaut einen die Sachen. Nein. Es tut mir alles furchtbar leid. Ich mache es nie wieder wirklich. Alter. Wie tricky ist das denn? Warte mal, was ist denn hier drin? Hier ist ein kleiner Baumstamm. Hey, du. Was willst du hier? Das ist das Versteck unserer Diebesbande. Ohne Erlaubnis kannst du hier nicht einfach reingehen. Soll ich dir noch was sagen? Ein früheres Mitglied unserer Bande soll jetzt angeblich in der Wüste leben. Ach, der Typ, der da meditiert die ganze Zeit. Ach so, ja, ich weiß, wo der ist, aber na und? Jetzt? So. Aha. Und es war jetzt eine Falle. Endboss. Spiel geschafft. Ach, seht ihr? Drei Viertel haben wir jetzt. Wir haben fast wieder ein ganzes Herz mehr. Jetzt kommt garantiert auf mich zu. Ey, du hast unser Herz geklaut. Nö, doch nicht. Glück gehabt. Wir sollten vorsichtig aber nochmal die Waffe ändern. Beziehungsweise die Zweitwaffe.
weiß, wir können hier dieses Schwert noch nicht rausziehen. Ein Pilz! Dieser Pilz duftet nach süßen, verfaulten Früchten. Drückst Y-Knopf, um ihn wegzugeben. Wir sind einfach mal so geil und laufen weiter. Ach. Dummer Rabe. Ja, da ist ein Schwert. Oh, wo geht's denn hier rein? Oh ja, Eichhörnchen. Da ist das Schwert. Okay, dafür brauchen wir wahrscheinlich das Buch ausgerüstet. Kein Problem. Ja, wir sind jetzt oben beim Schwert, das wissen wir. Cool, ey, wenn wir das Schwert haben, dann sind wir garantiert unsterblich. Also, was heißt unsterblich, aber unbesiegbar. So. Da ist dann wieder so ein Fake-Schwert hier. Das ist die Diebesbande, wir müssen aufpassen, nicht, dass du uns die Sachen klaut. Hier, nimm doch die Coins und lass mich in Ruhe. Kommen wir hier unten durch? Hey, cool, wir kommen hier raus. Das ist cool. Jetzt können wir mit dem Pilz. So, jetzt können wir mit dem Pilz uns einfach nur denken, scheiße, wie sind wir jetzt nur hergekommen? Okay, alles klar. Warte mal, hier ist irgendwie was? Nee, doch nicht. Okay, wir müssen doch wieder den Weg zurücklaufen. Schade, ich dachte, wir können den Weg auch so umgehen. Zum Glück weiß ich ja, wie es jetzt nochmal lang geht. Hoffentlich. So, wir müssen jetzt nochmal hier durch. Und da durch. Okay, den trägst du jetzt erstmal aus. Komm her. Der ist ja schnell, der Typ. Oh. Das ist ja böse. Der hat mich ja beinahe durch das Ding angegriffen. Durch den Baumstamm. Oh. Wir müssen auf jeden Fall nochmal schnell wieder den Boomerang auswählen. Der Boomerang. Hey? Dieser Pilz duftet nach süßen, verfaulten Früchten. Drückst du Y-Knopf, um ihn wegzugeben? Ja. Haben wir jetzt zwei von denen oder was? Ne, der ist doch noch im Inventar, ja. Ich weiß, wir können jetzt unten lang gehen. Nö, das konnten wir auch nicht anheben. Dann würde ich trotzdem sagen, dass wir nach hier unten gehen. Als. Oh, den haben wir. Cool, wir haben ein bisschen Magie bekommen. Ist die Frage, ob wir hier auch hier raus können oder nicht. Ich hoffe es doch mal. Ja, endlich. Jetzt ist die Frage, haben wir noch den Pilz? Wir haben den Pilz noch in unserem Besitz. Ha! Jetzt können wir doch endlich zur Magiebraut dahin. Zur, ihr wisst schon was und so, die Hexe. Dann geben wir ihr den Pilz und dann frage ich mich, was die mit dem Pilz gleich anstellen wird. Oh. Die habe ich schon wieder die Bombe. Ich wollte doch eigentlich den Bumerang. Perfekt. Ich war gerade so voll abgelenkt gerade. Ich habe das Game einfach nur gezockt gerade, weil die einfach genervt haben. Dass ich aufnehme, nicht erzählen. Ich war einfach wirklich gerade nur das Spiel gespielt und war gerade so voll. Ich war so, keine Ahnung, wie gelähmt. So, jetzt aber. Ab zur Dame. Der Duft von verfaulten Früchten. Gib mir den Pilz für meinen Boy. Achso, das war ja mit Y, oder? Hihihi, danke junger Mann. Geh gleich mal in den Magie-Shop, dann bekommst du etwas Gutes. Hihihi.
Ein Tier, was wir überhaupt nicht brauchen. Der rote Trank ist das Lebenselixier, der grüne das Zauberelixier und der blaue erneut sowohl Lebens- als auch Zauberkraft. Aha, wie wär's mit einem Schluck vom roten gratis? Wir bekommen sie. Ja, und nun? Wir haben ihr jetzt das gegeben und nun? Machen wir einfach das mal hier. Fertig. Aus dem Haus haben wir alles. Dankeschön, hier ist das Superelixier. Damit kannst du sowohl Lebens- auch als magische Energie auffrischen. Wie sieht's aus? Ja, genau da drin. Ja, und nun? Wir waren doch gerade drin. Junger Mann, geh gleich mal in den Magieshop, dann bekommst du etwas Gutes. Müssen wir der Frau etwa mehr solcher Pilze geben, oder was? Wir haben die ganze Zeit immer Leben aufgefüllt bekommen. Müssen wir vielleicht nochmal mit ihm reden? Der rote Trank ist das Lebenselixier. Ja, das haben wir ja schon alles. Also versteht ihr das jetzt? Wir waren doch gerade jetzt drin und haben der Frau doch den Trank gegeben, den Pilz gegeben, wie sie wollte. Und nun? Das war's? Das kann doch nicht alles gewesen sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da auf jeden Fall noch was ist. Deswegen gehe ich jetzt nach unten. Das war nochmal links lang, oder? Und dann runter, genau. Nein, das war nochmal eins weiter nach links, oder? Oh Gott, ich habe gerade wirklich einen Orientierungssinn wie eine Eintagsfliege. Nee. Scheiße. Wir kommen hier nicht lang. Das gibt's doch nicht. Trapped everywhere. No. Shit. Oh, es lässt sich echt beschissen schwimmen hier. Können wir hier durch? Jawohl. Wenigstens können wir hier durch. So. Das haben wir eingesammelt. Dann muss es doch hier gewesen sein. Irgendwie, irgendwo, oder? Burg von Hyrule, ja. War das doch hier unten so weit? Oh, das war doch hier unten so weit. Krasse Sache. Okay, wir fragen ihn jetzt nochmal. Wenn du es jetzt nochmal sagst selber, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich sehe, du hast bestimmt, ja, wir haben Interesse an unserer Zukunft. Ich sehe, der wahre Held wird im Bergturm die Mondperle finden. Das kostet dich 30 Rubine. Hä? Okay. Also angeblich immer noch der Bergturm. Der Bergturm ist da oben. Ist auf dem Berg. Also der Turm ist auf dem Berg. Nee, Bergturm. Und ich habe immer noch keinen blassen Dunst, wie wir da hinkommen sollen. Ich habe der Frau den Pilz gegeben. Und sie sagte, sie hat etwas Schönes da drinne. Am Arsch war sie. Hat uns gar nichts wirklich gegeben. Ja, aber jedenfalls an der Stelle sage ich wieder Dank fürs Zuschauen. Ne? Ich werde auf jeden Fall mal beim nächsten Part mich mal so ein bisschen besser hier umschauen. Wahrscheinlich müssen wir doch wieder zurück und dann gibt uns der andere Typ vielleicht da doch noch was. Ich habe keine Ahnung. Und oder wir haben, keine Ahnung, haben irgendwann aus Versehen genommen. Keine Ahnung. Jedenfalls sage ich danke wieder fürs Zuschauen von, ja, Zelda Link to the Past. Und auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.